Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Together-Projekt. Und zwar spiele ich Let's Keep Talking zusammen mit der Sonora. Jetzt habe ich vergessen, dass ich dich zu fragen, wie man deinen Nick ausspricht. Sonora.dw. Genau. Du hast das Spiel vorgeschlagen, also darfst du auch was dazu sagen. Ja, das hat mir auch jemand empfohlen. Und zwar, das ist ein Bombenentschärfungsspiel mit dem besonderen Kick, dass einer von uns die Bombe sieht. Das wirst du sein. Yay! Und der andere hat das Handbuch, wie es geht. Und wir müssen unheimlich viel quatschen, damit das klappt. Ja, also quatschen kann man ja gut, kann ich auch gut. Du kannst das auch, habe ich schon festgestellt, das passt. Sagt man ja, Frauen können das gut. Die Frage ist halt, ob wir dann das technische Know-how besitzen. Ja? Also das können ja Frauen angeblich nicht, wenn wir mal schon bei Klischees sind. Aber also ich arbeite beruflich mit Technik. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Ja, und ich glaube, ich kriege das... Auch wenn ich was ganz anderes mache, aber das wird schon irgendwie klappen. Ja, also Sonora.dw hat auch einen eigenen Kanal, den stelle ich euch in die Videobeschreibung. Ist allerdings, gibt es das Ganze bisher nur auf Englisch, kommt eventuell noch auf Deutsch, ne? Genau. Okay, dann fangen wir mal an mit Section 2, The Basics. Also wir haben das Tutorial schon durch, damit wir hier nicht ganz bei Null anfangen. Ne? Something old, something new. Okay, also wir haben 5 Minuten, wir haben 3 Module und wir dürfen 3 Fehler machen. Das okay. Klingt noch nach gut zu schaffen, ne? Ja, schieß los. Ja, warte, es lädt. Voll nervös hier. Oh mein Gott, wir könnten in die Luft fliegen. Zum Glück nur virtuell. Und vor allen Dingen nur ich, du bist ja weit genug weg. Stimmt. Okay, also ich sehe erstmal 3 Module, genau. Und wir haben links unten wieder so ein Feld mit 4 Kästchen. Okay, dann beschreib doch mal die Kästchen. Oh Gott, das erste ist, das weiß ich nicht genau, wie es heißt. Da hast du so ein. Es kommt, wenn du einen neuen Absatz machst bei Texten. Das ist so ein Strich mit so einem links so einem großen Kreis. Ich weiß, was du meinst. Ja. Und dann, dann kommt so. Das sieht aus wie so eine Zusammenführung aus einem T und einem B. Also es ist so ein. Wie so ein T-Kreuz, genau. Gefunden. Links unten ist ein ausgefüllter Stern. Ja. Und rechts unten ist wieder so eine Art 3, aber unten mit so einem, also die 3 ist komplett, unten ist so ein Schwänzchen ich dran. Okay. Okay, das heißt, du musst drücken das TB-Mix-Ding, dieses umgedrehte P, die 3 und den ausgefüllten Stern. Yay, sehr gut. Na, ihr seht, wir können das schon total gut. Einmal gemacht. Yeah. Und schon die Profis, ja. So, im nächsten Modul haben wir wieder Drähte. Also rot, weiß, blau, rot, blau. Moment, das sind 5 Drähte? Ja. Okay. Den 2. Draht musst du schneiden. Mhm. Perfekt. Und ganz rechts haben wir ein Feld, das sieht aus wie ein Windows-Logo, mit 4 Kästchen, farbig, rot. Oh, das. Ja? Das ist Simon Says. Ah, okay. Dieses Spielzeug, kennst du das? Ja, genau. Und da muss ich jetzt einfach mitspielen, oder? Moment. Ah, na, das ist wie eines dieser Spielzeuge. Ah. Einer der 4 Dinger wird blitzen, wird aufblitzen. Da muss man eine. Ach, muss ich in der Tabelle nachgucken. Welche Farbe blitzt auf? Blau. Okay, jetzt muss ich mal kurz lesen, was hier steht. Drücke den Knopf mit der passenden Farbe. Blau. Du musst den roten drücken. Mhm. Und was? Okay. Was kommt jetzt? Jetzt also kommt blau-gelb. Okay, Moment. Ja, repeat the sequence in order. Da musst du rot-grün. Okay, ja. Und jetzt kommt blau, gelb, blau. Okay, dann rot-grün, rot. Okay, also quasi immer farbversetzt. Okay, jetzt gibt's blau, gelb, blau, grün. Okay. Rot, grün, rot, gelb.
Okay, es geht immer noch weiter. Die letzte Farbe reicht mir. Blau. Okay. Rot, grün, rot, gelb, rot. Ja, wir haben sie entschärft. Oh, das war einfach. Ich warte noch darauf, bis wir uns anschreien. Kommt noch, kommt noch. Also wir hatten auch noch 1:30, also ich wusste, wir schaffen das in der Zeit. Aber ich glaube, wenn wir erstmal keine Zeit mehr haben, dann werde ich panisch. Also, so, diffused. Da würde ich gerade sagen, machen wir gerade noch einen, oder? Ja. Das ging ja schnell. Aber jetzt die Markierung wegradieren, damit ich gleich wieder neue machen kann. Machst das sehr professionell, ja. So, jetzt. Also bei den... Ja? Ja. Bei den ersten Sachen, was wir schon mal gemacht haben, kann man zumindest, also zum Beispiel, wenn du diese Keypad nochmal machst mit den Symbolen, dann reicht es mir eigentlich, sobald ich das erste identifiziert habe, brauche ich die nächsten nur noch grob, weil okay. Die sind hier ziemlich gut geordnet. Das ist prima, ja. Also die nächste wird schon ein bisschen schwieriger. Wir haben wieder nur 5 Minuten, dafür jetzt aber 6 Module anstatt 3. Okay. Und wir dürfen auch immer noch 3 Fehler machen. Ich bin gespannt. Ja, es lädt immer ein bisschen. Also. Ach so, ich kann es ja nicht sehen. Ja, das stimmt. Deswegen erwähne ich es nochmal. Ja, nee. Tut mir leid, wenn ich da so ungeduldig bin. Weil ach was, jetzt darf ich anfangen. So. Okay. Also, wir haben wieder so dieses von diesen 4 Kästchen das Ding. Fangen wir doch damit an. Links unten ist wieder dieses TB. Rechts unten ist ein umgedrehtes Fragezeichen. Links oben ist so... ja, sieht aus wie so ein Spinnenstern, also es sieht so ein bisschen verkorkst aus. Also in der Mitte ist ein Strich und rechts und links gehen jeweils so 2 Arme ab. So ein gespiegeltes K? An sich selbst? Ja, genau, ja. Okay. Ja. Und rechts oben ist auch so ein Strich mit einem Bindestrich zu so einem Viech, das sieht aus wie so ein Alien. Also mit okay. so ein Dreieck mit so, genau. Ja, das TB. Ja. Das komische Alien. Ja. Das gespiegelte K. Ja. Und das umgedrehte Fragezeichen. Sehr gut. Entschärft schon mal die erste. So, beim nächsten haben wir wieder Drähte. 4 Drähte. Und zwar schwarz, gelb, weiß, gelb. Schwarz, gelb, weiß, gelb. Okay. Moment. Kein roter. Der letzte ist gelb. Und keine roten. Mhm. Den ersten. Okay. So, jetzt muss ich das Ding wenden. Oh, nur noch 3 Minuten 30. Wieder Drähte, 3 Stück. Blau, gelb, schwarz. Der zweite. Okay, dann wieder 4 Felder. Ja. Rechts oben ist das umgedrehte Fragezeichen. Rechts unten ist ein O mit einem Strich nach unten. Links unten ist sowas, was aussieht wie so eine komische Unterschrift. Moment, das O mit dem Strich nach unten. Ja. Ich hab's, okay. Links unten, sieht aus wie so eine Unterschrift mit so einem angefangenen Kringel und einem zweiten richtigen Kringel. Ja. Und oben drüber ist so eine, so ein bisschen wie so ein X, aber nicht ganz. Also, könnte auch ein N sein. Okay. Das heißt, den Unterschriftenkringel. Moment, stopp, nein. Gerade noch so. Das oben im Strich dran. Ja. Die Unterschrift. Ja. Das NX-Mischding. Ja. Das Fragezeichen. Hui, ja, gut. So, und dann gibt es einen Button, auf dem steht Hold. Okay. Ist er rot? Nee, er ist blau. Okay, hier steht nur, was man macht, wenn er rot ist. Sie sind meines Wissens nicht farbenblind. Er ist, glaube ich, wirklich blau. Mhm. Okay. Ja, warte. Da steht nicht, was ich machen soll. Ah. Vielleicht versuchen wir es mit dem Roten. Wir dürfen ja 3 Fehler machen. Also der Rote halten und sofort loslassen. Aber es gibt bestimmt... Ja, stimmt. Es gibt bestimmt andere, wenn er blau ist. Länger halten. Vielleicht länger halten einfach. Und?
Hast du einen Strike gekriegt? Ich hab's jetzt nicht ausprobiert, weil es erschien mir logisch, dass es noch was anderes gibt. Okay, hier steht Appendix A. Wo ist Appendix A? Schnell, 1:30. Moment. Ich will nicht sterben. Steht hier nicht. Label Indicator Lights. Ah, Sides of the Bomb Casing. Da steht hier nichts zu, gar nichts. Warte mal. Achso, nichts trifft zu. Halte den Knopf und. Also, musst auf den Knopf draufdrücken und Moment, dann. Ein farbiger Streifen wird erscheinen. Welche Farbe hat er, wenn du ihn nur hältst? Okay, warte. Blau. Wenn 4 auf dem Countdown-Timer steht, musst du loslassen. Also, wenn irgendwo auf dem Countdown-Timer 4 steht, musst du loslassen. Okay, dann wird das nächste relativ knapp. Also, das nächste ist ein Abort-Knopf, ne? Kannst du schon mal gucken in Blau. Okay, passt. Okay. Abort, Blau. Und Abort, genau, wieder drücken und halten. Und dann musst du mir wieder sagen, Gelb? Welche Farbe du siehst. Wenn der Countdown-Timer 5 hat, irgendwo. Okay, das wird jetzt spannend. 28, 27, 26, 25. Ja! Mein Herz. Wir hätten nur noch 25 Sekunden gehabt. Das ist ja mega mies mit den Zahlen. Also schaffen wir es aber nicht nach Hollywood. Normalerweise entschärfen die Bombe doch bei 3 Sekunden oder sowas. Sag das nicht so laut, das kommt noch. Also mir geht jetzt langsam die Pumpe. Ja. Aber das finde ich gut. Macht auf jeden Fall Spaß. Also, ich hoffe, es ist nicht zu öde, nur das Manual zu lesen. Aber du bist ja auch sehr mit Blättern beschäftigt. Ich höre das. Ja, ich suche hier noch mein Radiergummi. Ich habe nur so ein klitzekleines auf meinem Stift. Ich radiere doch mal unsere vorigen Markierungen. Ja, dann radier mal fleißig weg und ich würde sagen, machen wir noch eine. Ja. Ne? So, one step up. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Weil mir läuft ja dann die Zeit davon, ne? Okay, ich bin soweit. Okay, so, also 5 Minuten Zeit, 4 Module und 3 Fehler. Das ist bestimmt voll easy. Es sind ja nur 4. Die werden garantiert auch nicht komplizierter. Bestimmt. So. Es lädt. Und jetzt fängt's an. Okay, links oben haben wir ein Modul mit... Da ist eine 4 in so einer Art Bildschirm und unten drunter sind 4 Zahlen. 3, 1, 4, 2. Ich kann die Zahlen anklicken. Moment. Ah, okay. Memory. Also, drücke den korrekten Knopf to progress to the module to the next stage. Okay, was für eine Zahl siehst du? 4. Okay, den Knopf auf der 4. Position drücken. Mhm. Und ändert sich die Zahl? Ja, das ist jetzt eine 2. Okay, den Knopf auf der 4. Position. Okay. Es kommt wieder eine 2. Drücke den Knopf mit der gleichen Aufschrift, die du in Stufe 1 gedrückt hast. Hä? Oh, das ist jetzt aber schwer. Was war denn das? Ja, da stehen ja Nummern drauf. Ja, scheiße. Ich glaube, es war eine 2, ich weiß es auch nicht. Ja, es war eine 2, perfekt. Jetzt wieder 2. Okay, der Knopf auf der 1. Position. Und dann eine 4. Der Knopf, der 2 sagt. Okay, perfekt, entschärft. Ach. Das nächste Mal schreibst du am besten die Nummern, mit die ich drücke. Mach das. Ich glaube, das ist einfacher. Machen wir so. Okay, einen roten Abort-Knopf. Okay, detonate. Dann musst du wieder drücken und halten und mir die Farbe sagen. Gelb? Wenn der Countdown-Timer 5 hat, irgendwo. Loslassen. Okay. Entschärft. Dann Drähte rot, weiß, rot, gelb. Okay.
den letzten Draht zerschneiden. Rot, weiß, rot, gelb. Und gelb war jetzt falsch. Oh. Das heißt, hast du jetzt einen Strike gekriegt? Ja, ich habe einen Strike gekriegt. Jetzt gibt's nur noch rot, weiß, ja, rot halt zur Wahl. Und der gelbe ist ja immer noch da. Ah, ich habe bei drei Drähten nachgeguckt. Rot, weiß, rot. Rot, weiß, rot. Also nein. Okay, jetzt aber den letzten. Also den roten. Den zweiten roten. Ja? Den zweiten roten. Nee, auch falsch. Was? Zählt er jetzt das, was beim letzten Mal zugetroffen hat? Okay, dann gehen wir davon aus, dass rot, weiß, rot, gelb noch immer gilt. Dann müsstest du den... guck mal, auf der Seite von der Bombe ist da eine Seriennummer? Oh, da fragst du mich jetzt was. Da ist was. Ja, N... Letzte Zahl? Ist eine 6. Okay. Gut. Nur noch eine Minute. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Ersten Draht zerschneiden. Okay. Okay, ich bin explodiert. Nein! Okay. Wie konntest du? Ich bin gestorben. Ja, ich weiß auch nicht, was hier falsch gelaufen ist. Also gut, ich habe es falsch gemacht beim ersten Mal, aber danach. Aber jetzt... wenn man einmal was falsch gemacht hat, aber dann so zählt, als ob noch 4 Drähte da wären oder nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, das weil ist ein bisschen... Also, ja, vielleicht zählt das dann wirklich nicht mehr mit, weil die sind ja durchtrennt. Klingt ja fast logisch irgendwie, aber... Ja, ne? Tut mir leid. Also, ist nicht persönlich. Ich hasse dich. Du wolltest, dass ich sterbe. Ja, es fällt mir manchmal schwer, das zuzugeben, aber... Lass mich ganz, ganz absichtlich reinrennen. Wenn wir das jetzt wiederholen, kriege ich dann eine andere Bombe per Zufallsmode oder kriegen wir dann das gleiche nochmal? Das müsste eine andere sein. Das wird ja, weil ich das verstanden habe, immer zufallsgeneriert. Auf einem ähnlichen Schwierigkeitslevel, ne? Also, ja. Das lassen wir jetzt aber nicht auf uns sitzen. So. Die Bombe will ich heute noch machen. So, ich habe jetzt mal Retry gedrückt. Ich hoffe nicht zu früh, dass du noch radieren kannst. Ja, kurz hier bei dem Memory-Spiel nochmal und dann sind wir good to go. Okay, also in der Mitte sind Drähte, ganz viele. Zwei, also weiß, weiß, blau. Wie viele? Es sind insgesamt 6 Stück. Okay. Ist die Reihenfolge eigentlich wichtig oder nur die Anzahl? Ich muss nur wissen, welche Farben. Okay, dann 2 weiße, 1 blauer, 3 gelbe. Oh, scheiße, ich muss die Reihenfolge doch wissen. Okay, weiß, weiß, blau und dann 3-mal gelb. Okay. Den letzten. Okay. Nee, diesmal stimmt's. Okay, dann haben wir jetzt unten links wieder so ein Simon's Play-Spiel mit gelb blinkt. Okay. Du musst die Seriennummer angucken. Ist da ein Vokal drin? Die Seriennummer von der Bombe. Okay, ich suche sie. Ja, I. Okay. So, und du sagtest gelb. Blinkt, ja. Grün musst du drücken. Okay. Jetzt blinkt 2-mal gelb. Okay, dann grün, grün. Okay. 2-mal gelb und dann blau. Grün, grün, rot. Okay. Okay, wieder 2-mal gelb, blau und dann rot. Grün, grün, blau, rot. Blau. Ach, scheiße. Rot, rot, blau, wenn dann... Was hast du jetzt gedrückt? Ich hab nicht mitgedrückt, ich hab mitgedacht. Okay. Ich hab's jetzt richtig gemacht. Ja. Grün, grün. Okay, ist fertig. Rot, es blau. Ist okay. Fertig. Ja. Dann in der Mitte haben wir Read steht da als Aufgabe und es gibt 6 Wörter dazu. Moment, da steht Read und da steht einfach Worte? Ja, da stehen jetzt 6 Wörter unten drunter.
halt anklicken kann. Da finde ich jetzt gar nichts zu. Stimmt, du hast noch ein bisschen Zeit. Ich bin schon im Appendix. Ich habe nichts gefunden. jetzt habe ich es. Okay, who's on first? Was steht auf dem... Ach so, auf dem ersten... Display. Also da steht, lies die Anzeige und dann benutze Step 1, um festzustellen, welches Button-Label du eigentlich lesen sollst. Was steht denn auf dem Display? Einfach nur Read? Read, ja. Okay, zweite Spalte, zweite Zeile. Okay. Was steht da? Entschuldigung, hab ich jetzt geklickt. Das war falsch. jetzt steht there. Oben als Aufgabe, als Fingerzeig und wieder 6 Wörter. There, wie buchstabiert? T-H-E-R-E. Okay. So, dann musst du drücken den Knopf zweite Zeile, zweite Spalte, unterste Zeile. Okay, like. Okay, like. Nee, falsch. Ist das jetzt auch falsch? Okay, jetzt haben wir okay als Fingerzeig. Moment. Oben. Schneller. Oben im Display. Was steht oben im Display? Okay. Okay. Schneller! Was steht? Zweite Spalte, erste Zeile. Yes. Okay. Drücke erste Spalte, zweite Zeile. Erste Spalte, zweite Zeile. Oh, Bomb, Strike. Was? Also das müsste jetzt richtig sein. Vielleicht verwechselt einer von uns beiden Spalten und Zeilen, kann das sein? Spalten sind die senkrechten, Zeilen sind die waagerechten. Ja, okay, das habe ich so gemacht. Okay, ist die Bombe explodiert? Ja. So, jetzt fehlt mir nicht nur der linke Arm, der rechte ist jetzt auch weg. Also die nächste Bombe muss ich mit den Füßen entschärfen. Ich fürchte, wir müssen dich in die Bombenentschärfer-Rehab schicken, wo du dir ein paar neue Arme wachsen lassen kannst. Und ich glaube, ich muss neues Training unterlaufen. Oh, das gibt's doch nicht. Das so stehen lassen oder wollen wir es nochmal probieren oder erstmal uns beide rehabilitieren? Also ich weiß nicht, ich würde es ja noch einmal probieren wollen. Ja, ich habe noch Füße. Also wenn die Füße weggesprengt sind, dann... Dann brauchen wir beide eine Pause. So, hier, retry. Ja. Ich habe die Bombe jetzt noch nicht angeklickt. Du kannst ja, noch ich radiere hier noch ein wenig. Ich weiß nicht, ob sie von selbst losgeht. Oh, sie geht schon los, auch wenn ich sie nicht anklicke. Okay, dann erzähl mal. So, links oben ist ein Button mit Hold in Gelb. Okay, Blätter. Moment, welche Farbe hat er? Gelb. Okay, da musst du wiederum den Knopf drücken, festhalten. Mhm. Welche Farbe siehst du? Blau. Okay, loslassen bei 4 im Timer. Okay, erledigt. Dann haben wir Drähte 6 Stück. Okay. In Blau, Schwarz, Rot, Schwarz, Weiß, Rot. Moment. Blau, schwarz, rot, schwarz. Weiß, rot. Okay. Seriennummer auf der Bombe. Ist die letzte Zahl ungerade? Wo ist sie denn? Da. Ist eine 0. Okay. ich weiß nicht, ob das so ungerade zählt. Dann schneid mal den dritten Draht durch. Also ich wüsste jetzt auch nicht. Nee, war falsch. Oh. Ich komme durch den nichts rein. Okay. Keine roten Drähte. Nein, den vierten Draht. Versuch's mal damit. Es gibt aber noch einen roten Draht, ne? Also. Ja. Okay, den vierten. Ja, das war richtig. Okay. Gut. Okay, dann haben wir wieder was mit einem Bildschirm und einer 2. Moment. Bildschirm und eine 2. Ja, und dann unten drunter wieder diese 4 Zahlen zur Auswahl. Ah, okay. Gut. Drücke den Knopf an der zweiten Stelle und sag mir wieder, welche Zahl? Das ist eine 4. Ja. Drücke ich.
Und? Und es kommt wieder eine 2. Okay, wieder die gleiche Position drücken wie eben. 1. Okay. Und es kommt eine 4. Den Knopf mit der 4 draufdrücken. Okay. Und wieder eine 2. Den Knopf auf der ersten Position. Ist eine 2. Mhm. Und wieder eine 2. So, den Knopf mit der 1 drauf. Alles klar. Oh. Okay. So, jetzt haben wir rechts noch so ein Feld mit 2 grünen Punkten und einem roten Dreieck. Und ich weiß nicht so ganz genau, was ich an... Ah, ich kann die Pfeile drumherum andrücken. 2 grüne Punkte und ein Dreieck. Ja, das ist wie so ein Feld mit ganz vielen Punkten in verschiedenen Reihen. Ne? So ah, ich hab's. Okay. Es ist ein Labyrinth. Okay. Okay. Die Punkte. Wo sitzen die Punkte? Reihe und Spalte. Also die Grünen sitzen in der zweiten Reihe, in der ersten Spalte, der erste. Mhm. Und der zweite ist in der dritten Reihe, in der letzten Spalte. Und dann gibt es auch noch einen weißen Punkt und wir haben nur noch eine Minute. Dritte Reihe, letzte Spalte. Ah, okay. Du musst das weiße Licht zum roten Dreieck bringen mit den Pfeilknöpfen. Okay. Wo ist das weiße Licht? Das ist in der zweiten Reihe von unten in der zweiten Spalte. Okay. Und das rote Licht ist? In der dritten Reihe von oben in der ersten Spalte. Okay, also links. Ja. Rauf, rauf. Ja, entschärft. Boah. Ich glaub's nicht, wir haben es wirklich geschafft. Ja, super. Dass die Bombe kriegt uns jetzt auch noch dran. Ich bin offensichtlich mit den Füßen ein bisschen schneller als mit den Armen. Ja, ich würde mich da mal an deiner Stelle bedanken, dass ich deine Arme abgesprengt habe. Nein. Oh, nee, ich bin froh, dass wir es noch geschafft haben. Ja, wir hatten noch ganze 14 Sekunden Zeit. Also wir hätten noch mal einen Kaffee trinken können zusammen hier. Ja, eigentlich schon. So als Bombenentschärfer ist das ja eine ganze Ewigkeit. Das wäre echt noch drin gewesen. Also, und wir hätten auch noch 3 Fehler machen können. Wir waren, also nachdem wir die letzten beiden Male ja dank Fehlern gestorben sind, also ich zumindest, hätten wir dieses Mal sogar noch ein bisschen Mist bauen können, ja. Ja, oh, ich sehe schon, wir müssen irgendwie so eine Art Sprechsteno entwickeln, damit das richtig schnell geht. Ja, ich habe auch gemerkt gegen Ende, dass man automatisch schneller spricht. Und man denkt quasi genauso langsam, aber man spricht trotzdem schneller. Ja. Ja gut, ich würde sagen, für eine erste Folge langt das. Ne? So. Ja. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das Spiel findet. Und gerne natürlich auch bei meiner Spielpartnerin mal reinschauen in den Kanal. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.